Bis 2023 durchläuft der zweitgrößte Flughafen der USA, LAX in Los Angeles, ein Modernisierungsprogramm in Milliardenhöhe. Dazu gehört der Bau des Midfield Satellite Concourse durch Turner Construction. Don Wells ist als General Superintendent verantwortlich für die reibungslosen Abläufe auf der Baustelle. Bei der Planung und Abstimmung aller Gewerke des Terminal-Neubaus kommt BIM, Building Information Modeling, zum Einsatz. Alle Pläne liegen auf der gesamten Baustelle digital vor und werden täglich aktualisiert. Dieser Flughafen ist einer der wichtigsten Airports der Welt. Und wir stehen vor einer Herausforderung im Hinblick auf Logistik, Technologie und Zeitplan. In nur 2,5 Jahren werden 12 neue internationale Gates errichtet. Innovation wird großgeschrieben. Passive Tageslichtbeleuchtung für die Innenräume und ein kühlendes Dach machen den Komplex auch energietechnisch fit für die Zukunft. Den Zugang zu den Terminals verbessert künftig eine automatisierte Hochbahn. Den People Mover soll ein von ACS hochtief geführtes Konsortium realisieren. Der Public-Private Partnership-Auftrag, kurz PPP, umfasst Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb über 25 Jahre.